die schicke ich auf jeden Fall hier hin. Ich werde wohl noch zwei, drei Torpedowerfer bauen, und zwar hier oben hin, beziehungsweise auch hier an die Ecken. Wird wohl besser sein. Ich weiß ja, wie die Gegner immer aufgebaut sind bei mir. Also jetzt, wenn es meine Gegner sind. Die kennen wir ja schon ein bisschen. So, wie viel haben wir hier? 26, das heißt noch 4 werden gebaut. Gut. Hier wird fleißig gebaut und haben immer noch positive Masse. Das ist sehr geil. Hier können wir auch ein bisschen verschieben an Einheiten, dass ein paar da runtergehen und ein paar hier oben. Wir können natürlich auch hier dann noch ein bisschen unsere Basis hinbauen. Beziehungsweise so eine Zweitbasis einfach noch auch zu produzieren. Das gucke ich mir gleich mal an. Ich will erstmal eine soweit sicher haben. Einen kurzen Moment bitte gerade. So, bin ich wieder. Das Spiel ist jetzt weitergelaufen, also von daher kein Problem. Hier sieht es doch auch schon mal ganz gut aus mit den SAM-Werfern. Ja, 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 ja. Läuft doch, läuft doch. Gut, hier sind sie soweit fertig. Das heißt, du, mein Commander, könntest dich erstmal aufrüsten, aber ich glaube, das nimmt so viel weg, ne? Die Technikerausrüstung 2, minus 10 und minus 250 sollte eigentlich gehen, stimmt's? Ja, funktioniert sogar, wenn der andere jetzt noch mithilft. Ich glaube, dann wird's knapp. Oh. Ach so. Ja, wir sehen, meine Abwehr haut schon gut rein. Und durch die U-Boote sehen wir auch immer sofort, was das für Einheiten sind. Auch gut. Okay, die Energie macht mir gerade Probleme. Dann hörst du mal ganz schnell damit auf. Und wir brauchen ja unbedingt noch einen Massefabrikator. Oder halt, nicht Masse, Energiegenerator. Ich bin auch einer. Hier sind noch nicht so viele Abwehranlagen, deswegen will ich erstmal auf die Bomber gehen. Frei sein. Ja, die Symbians habe ich schon vor, keine Ahnung, 40 Folgen oder so befreit. Also von daher solltet ihr euch gar nicht mehr beschweren. Ja. Also ja, ganz mal ruhig hier. Ganz mal ruhig sein hier, ja. So geht das ja nicht. Rette ich euch, zerstöre ich euch. So ganz normal. In Ordnung. Dann können wir hier nochmal welche hier unten hin machen. Falls von da auch nochmal Gegner kommen. Das kann man ja nicht wissen. Ist aber zu vermuten. Ich muss mal schauen, was ich hier alles brauchen werde. Das wird wohl so einiges sein. Den hier kann ich gleich wieder einbinden in die ganze Geschichte hier. Und ich könnte mir auch mal ein paar neue bauen. Ich baue mir noch mal 5 Stück. Sie müssen das Kontrollzentrum einnehmen, Champion. Vor Ende. Ja, Mensch. Ich weiß auch, was ich zu tun habe. Aber ohne Verteidigung kann man hier nichts erreichen. Wenn man alles im Kampf verliert und dann keine Verteidigung mehr hat, dann ist man tot. T-O-H-T. Ja, ich habe es absichtlich falsch buchstabiert, glaub mir. So, Kollege. Ich habe gehört, du willst hier ein bisschen mithelfen. Ja, finde ich gut von dir. Finde ich sehr gut. Du bist auffällig, stimmt's? Stimmt. Auch auffallend. Dann machen wir hier aber mal einen kleinen Schildgenerator hin. Oh, ist ja putzig. Zack. Der wird jetzt auch wieder ein bisschen Energie rauben, aber wenn wir wieder einen Energiegenerator haben, dann haben wir wieder 2500 plus. Von daher, ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich glaube, wir haben gleich keine Energie mehr. Werd fertig, schnell. Genau, du nimmst gerade nämlich die komplette Energie. Nicht nur du, aber du bist einer von denen, die es gerade wegnehmen. Obwohl, helf lieber bei dem weiter. Denn jetzt ist es, selbst wenn er jetzt nicht mehr nicht fertig ist, dann ist es auch egal. Denn hier unten wurde gerade einer fertig. Ein Energiegenerator, ein Schildgenerator. Und dadurch natürlich gleich sofort, zack, Energie noch weiter runter.
Also von daher, bist du fertig? Bist du fertig? Du bist fertig, oder? Ja, du bist fertig. Das ist schon mal gut soweit. Minus 120 immer noch. Gut, muss man hinnehmen können. Ja klar, jetzt sehe ich nicht mehr genau, was es hier ist, aber ich weiß ja immer noch, was es ist. Ungefähr. So viele sind da noch im Bau. 14. Das ihr heißt, Fanatismus hier oben kann noch sie nicht schützen. Ja, aber meine Waffen schon. Schon mal davon gehört, so eine ganz normale weltliche Waffe. Hat nichts mit Glauben zu tun. Das kannst du mir aber glauben, ja. Okay, das war ein schlechter Wortwitz. Sehe ich ein. Oh, Energie. Ja, ja. Jetzt ist das Teil fertig. Man sieht gleich sofort, wie alles nach oben geht an der Energie. So, und gleich daneben bauen wir... Ach, verdammt. Massefabrikator. Wow. Wo kommen die denn runter hier? Anscheinend muss ich hier doch noch ein bisschen Verteidigung hinbauen. Wird wohl gut sein, weil die werden mit Sicherheit nicht die ganze Zeit nur mit ein bisschen... mit ein paar Gegnern angreifen. Mithelfen! Danke! Was geht denn hier ab? Wo wollen die denn hin? Hä? Jetzt kommen sie von vorne rein. Leute, das bringt euch genauso wenig. Obwohl, nee, ihr beiden sollt dazu nicht denken, ne? Okay, jetzt versuchen sie andere Regionen, wo sie zu mir kommen könnten. Allerdings, hinten wäre ich vielleicht nicht so gut geschützt, obwohl ich hier auch viel Verteidigung habe. Von der her. Ach ja, scheiße, du kannst dich jetzt auch bewegen. Nein, aus. So, noch hier ein paar hin. Damit ich am besten so eine durchgehende Verteidigungslinie habe. Das wäre sehr gut. Nein, am besten nicht so, sondern so. Ist mir jetzt auch egal. Ihr seid fertig. Das ist sehr schön. Dann helft jetzt mal wieder meinem Commander. Und zwar, wenn der sich jetzt wieder aufrüstet. Das wird jetzt extrem viel kosten. Das sehe ich schon. Minus 5000. Und minus 37. Das wird nicht nur 3 Minuten in Angriff nehmen. Das werde ich also nicht tun. Vorerst. Darum hilfst du ihm mit. Und er baut noch einen Energiegenerator. Ich überlege noch gerade, was ich hier alles bauen müsste und könnte. Am besten mal 10 davon und 10 davon. Muss ja alles mal gebaut werden. Und bei denen wüsste ich nicht, was ich machen sollte. Mal eine andere Frage. Kann ich eigentlich experimentelle Waffen machen? Nein. Verdammt, Mann. Ich will experimentelle Einheiten bauen können. Dann würde ich mir so eine... Ach, wie heißt das jetzt? So eine fliegende Festung machen. Und dann... Pam! Einmal drüber fliegen. Das ist... Es hält nicht viel aus, das ist so der Nachteil an dem Ding. Aber es ist trotzdem, muss ich sagen, richtig, richtig gut. Wenn es dann einmal durchkommt, dann sage ich nur noch... Hasta la vista. Schon bald werden alle Symbionts frei sein. Ich wundere, dass Marx noch nichts Richtiges gesagt hat zu der ganzen Situation hier. Hier können wir 4 Stück hin, das sollte eigentlich reichen. Hoffe ich natürlich. Ich hoffe es. Bei 20 Minuten bauen wir uns jetzt auf. Nur noch ganz gut. Ihr sollt alle mithelfen. Ihr sollt meinem Commander helfen und mein Commander hilft dem. Hilfst du jetzt mit? Ja, du hilfst dem und jetzt da. Ja, los, komm. Oh, meine Güte, manchmal kann man sich nur noch am Kopf fassen. Ach, guck mal, da kommen wieder ein paar. Dachte ich mir doch, dass hier noch was kommt. Na los, zeigt euch. Sind nämlich wahrscheinlich nur noch so 5 Stück oder sowas. Das kann ich mir nämlich schon denken. Ja. Das meiste davon ist auch so eine Radarfalle, kann man schon fast sagen. Deswegen mache ich mir da immer keine großen Sorgen. Das, aber beim ersten Mal denkt man natürlich, scheiße, ich bin tot. Dann, oh, guck mal, ist ja kaum was. Oh, sind die langweilig. Oh, da kommt ein bisschen mehr. Ich guck mir erstmal an, was es ist. Okay, mache ich mir keine Sorgen. Man sieht nämlich da, unsere Verteidigung haut schon gut rein. Natürlich muss man auch überlegen, was es hier ist. Und
Ich schicke mal meine Boote dahin, denn zwei sind immer noch... Zwei machen mich dann schon misstrauisch. Besonders, weil einer von meinen Technikern da ist und gerade Torpedowerfer bauen will. Was haben wir denn hier? Fregatte, ja okay, das, die ist jetzt down. Dann hier noch. Was haben wir hier? Noch eine Fregatte, ja okay. Gut, jetzt kommen hier wieder ein paar von denen. Das macht mir jetzt aber auch nichts mehr aus. Kann ich hier vielleicht nochmal welche hinbauen? An der Luftverteidigung. Was kommt denn? In Ordnung. Jetzt heißt es erstmal... was heißt es denn jetzt erstmal? Tarnfeldgenerator, ja, wäre Quatsch. Verteidigung soweit ist aufgebaut. Schwere Artillerie-Installation, das werden wir später vielleicht mal machen. Raketenabwehr wäre geil. Allerdings wird das auch sehr viel kosten. Sag mir mal, du baust erstmal noch hier ein bisschen Luftabwehr hin. Und der ganze Rest hier, der hilft jetzt wirklich meinem Commander. Und ich rüste meinen Commander auf, weil mit dem kann ich dann wesentlich schneller bauen. Das wird jetzt komplett mir alles saugen. Man sieht schon. Deswegen werde ich jetzt diese Leute nehmen und lasse die noch einen Energiegenerator bauen. Am besten hierhin. Ja, das sollte funktionieren. Man sieht, oh, guck mal, wir hatten ganz kurz mal ein Plus. Ganz kurz, allerdings auch nur. Wir haben schon einen Luftüberlegenheitsjäger. Das ist gut. Mit ein paar strategischen Bombern fühlt man sich natürlich sicherer, aber was soll's. Ja, ich sehe auch gerade, dass meine Energie verdammt schwankt. Aber was soll man denn schon machen? Mit guten Einheiten ist es halt schwierig. Oder beziehungsweise guten Sachen, die man dann am Ende rauskriegt. 29% ist jetzt nicht so schlimm. So. Da sind wir schon mit einem Torpedowerfer unterwegs. Das ist sehr gut. Ich hoffe, dass es nicht so ist wie beim letzten Mal mit der Cybern-Kampagne, wie ich am Ende ernsthaft... Ich habe 2 Stunden an der Mission gesessen, habe es erfolgreich absolviert. Und dann darf ich feststellen, dass Order City nicht aufgenommen hat. Das heißt, ich hatte keinen Audiokommentar und habe es dadurch dann in einen Part gepackt, aber eben im Schnelldurchlauf. Muss ich sagen, hat mich verdammt angepisst. Da war ich echt... Boah. Ich war wirklich kurz vorm Ausrasten. Deswegen hoffe ich, dass es mir beim diesem Mal nicht passiert. Allerdings, wenn ich jetzt aus dem Spiel rausgehen würde, dann hätte ich sofort das Problem, dass es das Spiel abgestürzt wäre. Und da habe ich noch weniger Lust drauf. So. Hier wird schön gebaut. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Hier brauche ich nicht nochmal gucken, was hier unten abläuft. Am besten ist es, wenn ich mit der Verteidigung erstmal hier rüber fliege und hier rüber. Dann nochmal hier hinten rüber. Und dann, bam, einmal mitten rein mit mehreren Bombern. Das kommt allerdings jetzt erst noch. Der Plan der Prinzessin hängt von der Eroberung des Kontrollzentrums ab, Champion. Chorende. Der Plan der Prinzessin hängt von allem ab. Wahrscheinlich soll ich dann nachher auch noch Black Sun beschützen. Weil Prinzessin noch so lange braucht, bis sie da ankommt. Ja, ich weiß jetzt, ich weiß, wie das abläuft, ja. Braucht mir gar nichts zu sagen, ja. Ich weiß Bescheid. So. Der wird jetzt auch recht schnell fertig sein. Ha? Was? Wie wo? Achso, Deck 1. Boring. Lame. Zack. System aktiv. Ja, perfekt. Wir sehen schwere Artillerieinstallation 645. Strategische Raketenabwehr 140. Also von daher brauchen wir uns hier keine großen Sorgen mehr zu machen. Eine strategische Raketenabwehr würde ich trotzdem gerne bauen. Ne? Ich glaube, das kann man auch verstehen. Wenn man ungern sterben möchte wegen sowas, wegen einer Atombombe, ja. Ich meine, Gegner können natürlich dadurch gerne sterben, das ist einem ja scheißegal. Aber wenn man selbst dadurch stirbt, dann... Oh, dann ist... Oh, dann ist der Ärger aber groß.